diesem Video richten wir eine Upcam mit der App TinyCam Monitor ein. Stellen Sie bitte sicher, dass die Upcam in Ihrem Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie einen Router haben, der die WPS-Funktion unterstützt, drücken Sie bitte einfach die WPS-Taste auf Ihrem Router und danach die WPS-Taste auf Ihrer Upcam. Halten Sie die bitte ungefähr für 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie einen Router haben, der diese Funktion nicht unterstützt, dann nehmen Sie einfach das beigelegte LAN-Kabel und verbinden Ihre Upcam einfach mit Ihrem Router. Nachträglich können Sie das WLAN über unsere Web-Oberfläche noch aktivieren. Diese Vorgehensweise ist für die Free- oder für die Pro-Version anwendbar. In diesem Video benutze ich die Pro-Version. Um Ihre Kamera jetzt hinzuzufügen, gehen Sie hier unten einfach auf das Pluszeichen und suchen Ihre Kamera direkt über die Netzwerksuche. Die App wird dann ganz automatisch Ihre Kamera auflisten. Und da die Upcam 3 verschiedene Protokolle unterstützt, werden diese auch hier angezeigt. Und zwar einmal das ONPFIF-Protokoll, das ist ein standardisiertes Allround-Protokoll sozusagen. Das IPC, das steht für die Verbindung mit der IP-Adresse. Und hier unten sehen wir noch die P2P-Verbindung. Der größte Unterschied zwischen den zwei ist, dass man mit der IP-Adress-Verbindung nur im lokalen Netzwerk darauf zugreifen kann. Dafür können wir aber noch erweiterte Einstellungen vornehmen. Mit der P2P-Verbindung können wir weltweit, egal von wo, einfach auf unsere Kamera zugreifen. Und da ich das in diesem Fall möchte, wähle ich die P2P-Verbindung, werde hier die Haken entnehmen und nur diese Verbindung übernehmen mit dem Pluszeichen. Hier bekommen wir direkt die Bestätigung, dass die Kamera hinzugefügt wurde. Und dann gehen wir auf den Zurückpfeil. Und gleich wird unsere Kamera angezeigt. Die wird jetzt gerade übernommen und wird uns gleich auch nach Passwort und Benutzernamen fragen. In diesem Fall nur nach dem Passwort. Den Namen hat er schon gefunden. Wir geben das hier ein, bestätigen einfach mit OK. Und unser Live-Bild ist schon direkt da. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, mit dem Steuerkreuz die Kamera zu steuern und bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Schön ist es auch hier bei der App, dass wir die Kameras verwalten können, uns hier die Kamera aussuchen können, auf Bearbeiten gehen. Und dann haben wir noch ganz verschiedene Möglichkeiten, die Kameraeinstellung so anzupassen, wie es für uns passt. Also zeige ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch was ganz Tolles, ein tolles Feature von dieser App, und zwar, das ist die geringe Bandbreite. Sie kennen es wahrscheinlich auch, wenn Sie unterwegs sind und einfach mal schlechtes Internet haben, dann schalten Sie einfach die geringe Bandbreite ein. Das ermöglicht, dass das Live-Bild trotzdem flüssig übertragen wird, die Qualität vom Bild ganz leicht runtergeschraubt wird, und das empfehle ich auf jeden Fall einfach mal einzuschalten. Abschließend nochmal zu dem Unterschied von der Free-Version zu der Pro-Version dieser App. Die Free-Version unterstützt leider keine Audiofunktion. Dafür finden Sie diese bei der Pro-Version hier, können hier oben die Audiofunktion starten und haben sogar die Möglichkeit, die Aufnahmen auf Ihrer internen SD-Karte zu speichern. Mit der Audiofunktion, die diese Pro-Version unterstützt, ist es somit natürlich auch möglich, die Kamera als Babyphone zu aktivieren. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal Upcam IP-Kamera. Um über die neuesten Videos informiert zu werden, klicken Sie einfach auf Abonnieren.